alle ganz herzlich zum zur heutigen Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des HC Erlangen beim Tabellenzweiten, dem SC Magdeburg. Doch bevor wir uns dem Sportlichen widmen, möchte der HC Erlangen heute gerne die Gelegenheit nutzen, um der Presse mitzuteilen, dass der HC Erlangen einen neuen Kooperationspartner gewonnen hat, und zwar das Erlangener City Management. Und aus diesem Anlass begrüße ich neben unserem Geschäftsführer René Selke den Vorsitzenden des Lenkungsausschusses, Herrn Beugel, unseren Trainer Adelson Ejofsson und den Geschäftsführer des Erlangener City Managements, Herr Frank. So, dann fangen wir mal an. René, erste Frage heute an dich. Wie kam denn die Kooperation mit dem City Management überhaupt zustande? Ja, erstmal freue ich mich natürlich, dass wir heute in der Runde hier zusammen sind, weil wir vor vielen Wochen schon die ersten Gespräche hatten, wo wir einfach gesagt haben, zwei starke Partner in der Region, natürlich hier speziell in Erlangen, mit auch einer großen Strahlkraft. Wie können wir denn unsere positiven Effekte einfach gemeinsam nutzen? Zwei Produkte, die sich, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzen. Und deswegen haben wir in den letzten Wochen mehrere Gespräche geführt, wie wir denn diese positiven Aspekte einfach gemeinsam als Synergie für Erlangen und die Region zusammenbringen können. Das ist uns jetzt gelungen. Wir werden eine aktive und lebhafte Partnerschaft eingehen, wo wir, glaube ich, beide von groß profitieren werden. Und so machen wir, glaube ich, beide Marken stark für die Stadt Erlangen, aber auch für die Region. Und ja, da freue ich mich sehr, dass wir das hinbekommen haben. Und auch Herrn Beugel und Herrn Frank, vielen Dank für die letzten Tage und das Zustandekommen dieser, glaube ich, sehr fruchtbaren Kooperation. Dankeschön, René. Herr Beugel, welche Vorteile sehen Sie in der Zusammenarbeit mit dem HC Erlangen? Ich glaube, dass beide Institutionen, der Verein und das City Management, das übrigens auch als Verein ja auftritt, dass wir eine sehr gleichgerichtete Interessenslage haben. Und beide arbeiten mit Unternehmen zusammen, beide arbeiten mit der Wirtschaft hier in der Region zusammen. Und jeder hat ein eigenes Netzwerk. Und wenn es uns jetzt gelingt, diese beiden Netzwerke mehr aufeinander, auch miteinander zu führen, dann könnte daraus eine sehr schöne Win-Win-Situation entstehen. Das wünsche ich, das erwarte ich auch. Aber das liegt natürlich jetzt auch an uns selber, wie wir das dann auch entsprechend umsetzen. Das eine ist natürlich heute das Papier, dafür sind wir dankbar. Aber das Papier ist nicht nur etwas Vergangenes, sondern das ist jetzt eine Verabredung einer guten Zusammenarbeit und die müssen wir miteinander pflegen. Das liegt jetzt auch an uns, da auch das Beste draus zu machen. Das City Management will dem HCE helfen und vielleicht kann eben auch der HCE dem City Management helfen, wie gesagt, in der Kontaktpflege die Netzwerke miteinander zusammenzuführen und miteinander auch daraus noch mehr zu entwickeln. Das ist sozusagen der Auftrag und meine Hoffnung. Dankeschön. Herr Frank, wie wird denn die Kooperation mit dem HC Erlangen ungefähr aussehen? Also wir haben ein sehr, sehr großes Marketingpaket geschnürt, muss man sagen. City Management steht ja hier für den Innenstadtbereich, also die Innenstadtlage, mit all den Händlern, Dienstleistern, Akteuren. Und wir versprechen uns auf der einen Seite dem HCE natürlich die Möglichkeit zu geben, über klassische Stadttafeln, Innenstadttafeln, über die komplette Printproduktserie, die wir anbieten, über die Social-Media-Kanäle gehören heutzutage dazu. Da werden wir sehr vieles machen können, sehr viel anbieten, weil wir einfach einen sehr guten Zugang haben zu Händlern, ergo die wiederum zu den Bürgern, Bürgerinnen, dass wir denen nochmal klar machen, welche Bedeutung dieser Handballverein, der immerhin in der ersten Bundesliga spielt, das vergisst man manchmal, wenn man all die anderen Sportnachrichten so hört, die Bedeutung nochmal klar macht. Und da sind wir sicher ein Player, der diesen Weg bereiten kann. Andersrum versprechen wir uns natürlich, in dem Paket, dass wir in der Spielstätte des HCE, die ja bekanntlicherweise in Nürnberg stattfindet, natürlich auch sowohl den Erlanger über unsere Hinweise, Events, Tätigkeiten, Vorhaben informieren. Aber wir wissen natürlich auch, dass an der Spielstätte sehr viel aus dem Umland anreist, nicht nur der Nürnberger, sondern beinahe schon aus der Metropolregion Nürnbergs. Und davon versprechen wir uns natürlich, dass da eine gewisse Aufmerksamkeit auch an der Spielstätte selbst erzeugt wird. Dankeschön. Ja, dann widmen wir uns jetzt dem sportlichen Teil der Pressekonferenz. Atli, hinter dir und deiner Mannschaft liegen ereignisreiche Tage. Erst die knappe Niederlage in Hannover, dann der Pokalfight in Rimpa. Wie geht's denn der Mannschaft und wie schätzt du auch das Spiel jetzt am kommenden Sonntag bei der Mannschaft der Stunde, dem SC Magdeburg, ein? Ja, der Mannschaft geht körperlich erstmal gut, was allerwichtigsten ist. Da sind keine neuen Verletzungen oder irgendwelche schwerwiegenden Sachen dazugekommen. Das ist die Hauptsache. Natürlich sind wir froh, dass wir weiter in den Pokal gekommen sind. Immer noch ist der Frust trotzdem über die Ergebnisse in Hannover immer noch groß bei der Mannschaft. Wir fahren jetzt nach Magdeburg gegen eine Mannschaft, der
sehr, sehr dominant bis jetzt in die Liga aufgetreten ist und mittlerweile eine von den schnellsten und temporeichsten Handball spielt. Wir wissen, dass da eine sehr, sehr schwierige Aufgabe auf uns zukommt, wo wir uns sehr, sehr speziell auch vorbereiten mussten, um mal den Tempo gut mitzusteuern zu können. Aber wir fahren trotzdem wie in jedem Spiel dahin, um ja, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und wollen versuchen, so lange wie es geht, bei Magdeburg mitzuhalten, um eine Chance zu haben, vielleicht am Ende doch eine Überraschung zu schaffen. Dankeschön. René, wie schätzt du denn das Spiel am Sonntag ein und vielleicht auch noch deine Einschätzung zum Pokallos gestern? Ja, zwei sehr interessante Themen. Die Aufgabe am Sonntag, ja, ich glaube, Adli hat das schon recht deutlich auf den Punkt gebracht. Das ist die Mannschaft, die wahrscheinlich momentan den stärksten und schnellsten Handball in der ganzen Handball-Bundesliga spielt. Nicht umsonst sind viele große Vereine dort auch schon unter die Räder gekommen, ob das jetzt der THW Kiel war, Hannover und jetzt zuletzt ja auch haben sie in Flensburg gewonnen. Also das alleine zeigt, glaube ich, schon, welche Stärke in dieser Mannschaft steckt, die einfach gerade wirklich in einem Flow sind, die durch die Liga momentan durchschweben. Und ja, da gilt es für uns natürlich jetzt dort anzusetzen, um zu versuchen, ja, diesen Flow zu unterbrechen. Dass das natürlich alles andere als leicht ist, auch aufgrund natürlich der aktuellen Personallage, die sich jetzt noch nicht großartig verbessert hat, wissen wir, dass es eine wahnsinnig schwere Aufgabe wird. Aber vielleicht liegt auch darin die Chance, weil von uns erwartet jetzt im Grunde genommen niemand etwas und dementsprechend versuchen wir natürlich da diese Underdog-Rolle auch entsprechend ja, zu nutzen und da vielleicht wirklich für eine kleine Überraschung zu sorgen. Vor wenigen Tagen hatten wir genau den umgekehrten Fall, da waren wir der Favorit im Pokalspiel, was wir, glaube ich, recht souverän auch gelöst haben. Das hat uns jetzt die Möglichkeit gebracht, gegen Hannover ein ja, Alles-oder-Nichts-Spiel, um den Einzug ins Final Four in Hamburg zu bringen. Soweit waren wir bisher noch nicht. Das ist natürlich eine einmalige Möglichkeit, die wir natürlich auch nutzen wollen. Wir wissen, was Hannover kann. Wir hatten zuletzt ja das Vergnügen dort, hatten natürlich am Ende einen bitteren Ausgang. Auf der anderen Seite hat es uns aber auch gezeigt, was möglich ist, dass man am guten Tag auch Hannover schlagen kann. Und allein diese Möglichkeit, diese Chance, dass man merkt richtig ein Kribbeln, wenn man dieses Spiel gewinnen sollte, was dann einfach für eine Vereinsgeschichte geschrieben werden kann. Und ja, diese positive Energie wollen wir natürlich in dieses Spiel reinlegen. Aber das ist noch ein bisschen hin. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Magdeburg. Das wird schwer genug und da wollen wir natürlich alles versuchen, um da Punkte mitzunehmen. Dankeschön. Ja, dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Ja, das Tempospiel, lieber Adi, wurde angesprochen von Flensburg, natürlich nicht Flensburg, sondern vom kommenden Gegner, der in Flensburg ja jetzt gewonnen hat, im Pokal viel Kraft gelassen hat. Vielleicht kann euch das in die Karten spielen? Beide, also wir hatten eine kürzere Auswärtsfahrt. Ich weiß es nicht, Magdeburg ist einfach das gewohnt aus ihren EOF-League-Spiel oder Pokal und dann direkt, die kennen diesen Rhythmus und viele, viele Nationalspieler, die gewohnt sind, diesem Reisetrapazenten und dann vielen Spielen unter Hut zu bringen. Also ich, natürlich ist das besser, als wenn Magdeburg jetzt am letzten Donnerstag oder letzten Mittwoch halt frei hätte, aber ich glaube, die sind es gewohnt und wissen genau, was auf die zukommt. So, von daher glaube ich, dass es einen minimalen Unterschied machen wird. Ihr habt die ja, vergangene Saison geschlagen zu Hause. Kann man davon irgendwie noch was ziehen oder ist das eine ganz andere Situation jetzt? Das war ein Heimspiel, war halt kurz nach dem EOF Final Four bei Magdeburg. War eine ganz andere Ausgangslage am Ende der Saison. Jetzt ist die Saison noch frisch und wir treffen auf die dürfen sich keine, wenn sie halt um die Kampf um die deutsche Meisterschaft da sind, dann dürfen sie sich keine Blöße erlauben. Aber trotzdem hat das gezeigt, dass wenn wir auf einen Top-Tag erwischen und die vielleicht nicht alle ihre Können auf die Platte bringen, dann haben wir eine Chance. Das natürlich hilft unsere Mannschaft daran zu glauben, dass du diese Mannschaft schlagen kannst. René, noch ganz kurz, du hast es auch angerissen, die Verletzten-Situation ist unverändert, aber kannst du vielleicht noch so ein bisschen eine Wasserstandsmeldung geben, was die Langzeitverletzten angeht?
Ja gut, also da, wie schon gesagt, hat sich bisher nicht viel getan. Alle drei Kandidaten, um die es geht, befinden sich auf einem sehr guten Weg der Besserung. Allerdings, ja, bevor wir da auch jeden Tag eine Wasserstandsmeldung abgeben, gucken wir jetzt von Spiel zu Spiel. Für das Spiel am Sonntag reicht es noch nicht. Ob es gegen Lemgo am 1.11. reichen wird, werden wir sehen. Wir versuchen die Jungs natürlich so schnell wie möglich wieder fit zu bekommen, aber wir werden da auch jetzt nichts überstürzen und dann wieder neue Verletzungen riskieren. Dementsprechend ja, glaube ich, dass wir auch einen Kader zusammen haben, der stark genug ist, um auch eine Überraschung in Magdeburg zu schaffen. Wir haben die letzten Spiele, die auch alle gegen sehr, sehr starke Gegner stattgefunden haben, auch sehr, sehr gut gespielt und vielleicht belohnen sich die Jungs dann am Sonntag auch mal ähnlich wie jetzt schon im Pokal gegen Rimpa, mit nicht nur einer guten Leistung, sondern auch vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Punkt. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Das ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen und ja, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Danke.